Alle Leute, willkommen zurück zu City Skylines. Und wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt für alles Mögliche, was wir tun möchten oder tun wollen oder was auch immer. Wir haben ziemlich viel Cash in der Bank. Wir haben jetzt 680.000, stetig steigend. Wir machen ein Plus von 12.000 in der Woche, so wie es aussieht. Und die große Frage ist, was machen wir als nächstes? Wir haben ja natürlich unser Großbauprojekt hier, diesen ganzen Bereich hier noch einzudecken. Aber na, ich möchte auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und Strom fängt schon wieder an, ein bisschen niedrig zu werden, obwohl wir ein Solarkraftwerk hier gebaut haben. Oh, Wasser wird auch niedrig. Oh ja, das könnten wir machen. Wo wir gerade von Strom und Wasser sprechen. Also ich hatte ja... Oh, hier kommt auch die ganze Gülle raus, die ganze Sutsche. Ich hatte ja drüber nachgedacht, hier über diesen Bereich hier ein Wasserkraftwerk, also quasi einen Staudamm zu ziehen. Und ich glaube, das probieren wir jetzt auch mal aus. So, wenn wir den... Dann gucken wir einfach, wo wir die meisten Megawatt rausbekommen. Wir können natürlich so riesengroß bauen hier. Aber so wie es aussieht, bringt uns das gar nicht mal so viel. Das hier ist das 432, das bekommen wir aber auch hier vorne. Da, 432. Wir können das mal so bauen hier. Und mal gucken, wie das mit den Wasserspiegeln hier funktioniert. Oh je. Ich habe das, glaube ich, erst einmal gemacht. Es ist natürlich gerade dunkel. Gut, der Wasserspiegel hier müsste jetzt eigentlich ein bisschen steigen. Und hier vorne, der müsste etwas fallen. Ja, hier vorne, der fällt schon. Da müssen wir gleich wahrscheinlich unsere Abwasser pumpen. Wie heißen die? Abwasserrohre. Etwas verlegen, damit die noch im Wasser sind. Und ich hoffe, meine Frischwasserpumpen werden jetzt nicht komplett überflutet. Und ich hoffe auch generell, der ganze Abschnitt hier wird nicht überflutet. Das wäre ziemlich schlecht. Aber ich glaube, hier hinten bleibt der Wasserspiegel ziemlich gleich. Nur hier vorne geht er halt rapide runter. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube jetzt so gut sieht, aber... Also durch die Dunkelheit hier. Ja, da vorne geht ja wieder die Sonne auf. Also man kann schon einen Unterschied erkennen zwischen hier und da unten. Und da gucken wir jetzt gerade nochmal. Ihr seid immer noch ganz gut dabei. Dafür haben wir jetzt hier so eine recht komische Wasserverlagerungsfront. Und jetzt können wir auch den Wirbel hier erkennen. Wenn wir hier auf Wasser gehen, müssen die Pfeile, ja, die ganzen Pfeile, die ihr hier seht, die erzeugen jetzt hier gerade einen etwas nicht real wirkenden Wirbel. Und da haben wir das Loch der Welt, den Badewannenstöpsel des Universums, wo alles reingeht und, keine Ahnung, nichts wieder rauskommt. Aber so wie es aussieht, hat das funktioniert. Ich hoffe jetzt nur, dass wenn wir irgendwann Schifffahrtsverkehr haben, der nicht von da kommt oder dahin möchte, sondern hier schön irgendwie von hier kommt oder so und dann hier wieder rausgeht. Ansonsten haben wir ein Problem, dass wir niemals Schiffe irgendwie ja, hier benutzen können. Na gut, wir könnten den Damm hier wieder abreißen, aber er macht so schön viel Strom.
Stromerzeugung 479 Megawatt nur. Ich dachte durch die ganze, also wenn das korrekt ist, dann müsste ja außer Betrieb. Wieso außer Betrieb? Ich verstehe nicht. Wieso außer Betrieb? An, aus. Aus, an. Wasserkraftwerk. Mithilfe der gewaltigen Wassermengen, die durch den Damm strömen, wird Strom erzeugt. Ausgangsleistung 0. 0 Megawatt. Sorry? Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Dadurch, dass wir jetzt hier den Damm gebaut haben und hier ohnehin keine richtig große Strömung war, haben wir jetzt im Grunde genommen nur das Wasser gestaut, aber es fließt da nicht durch. Ah, das ist doof. Nee, dann müssen wir den sowieso wieder abreißen. Wenn er uns schon ohnehin nichts bringt. Ich hoffe, da entsteht jetzt kein Riesen-Tsunami. Hier so ein bisschen, ein paar Wellen haben wir hier. Ich hoffe, das gleicht sich bald wieder aus, weil ansonsten stehen unsere Wasserpumpen jetzt im Nichts. Kommt schon. Ja, unsere Wasserpumpen stehen jetzt komplett an Land. Das ist nicht so cool. Habt ihr euch schon wieder ausgeglichen? Nein, noch nicht. Haben wir schon ein Wasserproblem? Erstaunlicherweise noch nicht. Obwohl die Pumpen gerade nichts mehr reinpumpen hier. Nur noch Erde. Das dürfte sich ja... Ja, hier kommt es schon wieder ein bisschen hoch. Das dürfte sich eigentlich gleich wieder ausgleichen. Hier schwappt es noch so ein bisschen hin und her. Da gucken wir gleich mal. Hier... Okay, jetzt ist die Strömung gerade natürlich sehr stark. Aber auch nur, weil wir hier gerade eine Barrikade weggemacht haben. Wir bräuchten eigentlich so einen reißenden Fluss, aber sowas gibt es hier auf der Map gar nicht. Das hier ist so ein kleines Bächlein, mehr oder weniger. Hier... Boah, hier passiert ein bisschen was. Da ist das Gefälle auch ziemlich gut. Aber bis wir von da drüben nach hier irgendwo die Leitung gelegt haben, also die Stromleitung, ist ja auch nicht so das Wahre. So, habt ihr euch wieder ein bisschen ausgeglichen? Nicht wirklich. Ja, ich will jetzt auch nicht hier einen Damm reinziehen, weil dann wird ja das hier alles auch so ein bisschen... Das ist der Wasserspiegel hier drüben gesenkt. Apropos Wasserspiegel. Okay, die Pumpen stehen mittlerweile wieder halbwegs im Wasser. Hier drüben mehr als hier. Aber vielleicht gibt sich das ja auch noch. So, mittlerweile brauchen wir wieder ganz viele Häuser. Ja, machen wir das doch mal. Dann stecken wir einfach hier drüben ganz viel dicht besiedeltes Wohngebiet rein. Will ich das hier? Ich glaube nicht. Da reserviere ich mir noch so ein bisschen was für Bürogebäude, glaube ich. Ich fange dann mal wieder hier an mit normalen Wohngebäuden.
denke ich, schätze ich, würde ich sagen. So, und dann können sich hier wieder Leute ansiedeln irgendwie. Richtig, und hier wollte ich ja den Park hinsetzen. Der... Ist das der größte? Weil wenn wir hier schon mal so viel Platz haben, dann müssen wir es ja auch irgendwie ausnutzen. Das ist das Karussell. Nee, dann ist das hier tatsächlich der größte Platz. Dann stecken wir ihn einfach mal hier so rein. Können wir hier auch noch so einen kleinen Park irgendwie reinsetzen, damit die Leute hier auch irgendwie glücklich sind. So. Und dann hier direkt nebenan einen botanischen Garten vielleicht. So. Strom habt ihr. Wasser dürftet ihr auch haben. Müllentsorgung ist direkt da drüben. Habt ihr Strom? Braucht ihr keinen Strom? Ausgangsleistung 1 Megawatt. Wie sieht's mit Feuerwachen etc. aus? Ja, das ist schon... Hat schon Priorität hier. So, dann setzen wir es gerade hier rein. Ach, das war... Ach, ich verwechsel immer die Arztpraxis mit der Feuerwache. So, apropos Feuerwache. Und eine kleine Polizeistation. Schulen sind natürlich auch nicht schlecht. Und die Oberschule. Hier ist auch eine. Ich glaube, Universität, na, haben wir da drüben eine. Können wir hier aber auch eine hinbauen. So, habt ihr Strom? Ihr habt Strom. Und dann setzen wir den Rest hier noch voll mit Wohngebiet. Und jetzt kann ich schon wieder die Farbe hier nicht wirklich erkennen. Ah, das nervt so sehr. So, und dann setzen wir hier drüben noch so ein bisschen Gewerbegebiet rein. Nicht viel. Aber zumindest so ein bisschen, damit die Leute da glücklich sind. Und das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Gefällt mir sehr gut. Wie sieht's bei meinen Pumpen aus? Die sind wieder im Wasser. Die letzte hier auch so ein bisschen, auch wenn da noch Erde unten drunter ist. Ich sehe es genau. So, und die Strömung hat hier wieder abgenommen. Verständlicherweise. Ja gut, dann, ja, wenn wir hier nicht so wirklich gut Platz haben oder Möglichkeiten haben für solche, für hier so ein Wasserkraftwerk. Ich meine, wir könnten es hier versuchen, aber das bringt halt auch nicht viel, ne? Da bringt uns ein Sonnenkraftwerk, also so ein Solarkraftwerk, bringt uns dann schon mehr. Könnten wir es hier versuchen. 16 Megawatt, na, 32. Bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Schade, hätte ich jetzt gerne ausprobiert.
Aber wenn es eben nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Aber wir können hier noch so ein paar Sonnenkraftwerke, also Solarkraftwerke reinbauen. Das dürfte ja eigentlich ganz gut funktionieren. So, Wasser ist immer noch okay. Und hier der ganze Bereich wird immer und immer größer. Wir verdienen nicht mehr ganz so viel wie eben noch. Eben waren wir noch bei, was nicht, 12.000 oder sowas. Jetzt sind wir nur noch bei 4.500. Ah, und wie sieht's hier mit Verkehr aus? Ich glaube, diesen Bereich hier sollten wir uns ab und zu doch mal angucken. Ja, im Moment geht's eigentlich. Ich hatte ehrlich gesagt auch gedacht, dass hier ein bisschen mehr Verkehr aufkommen ist, weil wir eben nur eine Zufahrt und eine Abfahrt haben für diesen ganzen Bereich. Das können wir natürlich später noch ändern. Ich habe auch später noch vor, hier unten noch was hinzubauen und dann den Highway hier irgendwie zu splitten, sodass dann ein Highway hier lang geht, ein Highway geht hier lang. Und dann können wir den Bereich irgendwie hier verbinden und die beiden Bereiche miteinander. Und so dürfte eigentlich das hier oben auch so ein bisschen entlastet werden später. Aber alles in allem bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem ganzen Abschnitt hier. Gut, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen durchfahren. Kann ich mir nicht hier so einen Bewohner nehmen? Folgen. Könnte man hier nicht irgendwie noch weiter reinzoomen? Bin ich ja falsch? Uah, Dude. Nein. Bin ich ja seekrank. Hier so ein Auto. Wo auch immer der hinfährt und wieso auch immer er so komisch fährt. Na gut. Da. Gehen wir wieder raus. So, die Leute wollen immer noch mehr Wohngebiete. Nein! Nein! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Es ist wieder da! Es ist wieder da! Bitte bleib ruhig. Bitte raste nicht aus. Ich hab dich lieb. Aber bis jetzt scheint sie still zu bleiben. Boah, ich hab da jetzt so Angst vor, dass sie mir, dass mich hier wieder total zusammenscheißt. Die ganze Zeit. Nein! Halt die Klappe! Ah, es geht schon wieder los. Bitte sei still. Freundlicher Stadtpark. Wir können ja einen freundlichen Stadtpark reinbauen. So, ich möchte natürlich auch diese einzigartigen Gebäude hier früher oder später bauen. Was brauchen wir hierfür? Okay, da brauchen wir einfach durchschnittliche Bürgergesundheit unter 20%. Wieso sollten wir das anstreben? Industriegebiet mit 10.000 Quadraten gebaut. Was haben wir hier? Stadtkasse minus 1. Füllen Sie drei Instanzen von Friedhof. Okay. Ja, weiß ich nicht. Durchschnittlicher Müllberg pro Gebäude mindestens 5. Alter.
Eine Steuersätze höchstens 4%, das können wir machen. Auch wenn es nur kurzfristig ist. Katastrophengedenkmalstätte. Erleben Sie Tsunami? Ja, Tsunami hatten wir zum Glück noch keinen. Hübscher Springbrunnen. Den können wir doch mal hier oben reinsetzen, oder? So, dann gucken wir uns das jetzt auch an. Ah, oh, ein wunderschöner Springbrunnen, der aussieht wie eine DNA-Helix. Yay. So, was haben wir hier unten? Den wunderschönen Stadtpark mit... Oh, mit so einem kleinen Pavillon drauf. Mit Picknickplatz. Da ist auch noch eine Schaukel. Oder noch irgendwas. Ein paar Bänke. Ja, schön. Freundlich. Wie angekündigt. So, dann würde ich sagen... Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder und bis dahin Einrichtung voll. Warte, warte, warte. Das möchte ich jetzt noch. Mülldeponie? Nein. Friedhofsauslastung. Wieso werden die Leute nicht verbrannt? Dann setze ich hier eben noch so ein paar Friedhöfe rein. Na, komm, Ort ist belegt. Friedhof mitten in der Stadt, auch nicht so. Hier außen? Dann bauen wir hier noch einen Friedhof. Und dann noch mehr Krematorien. Wir haben im Moment vier Krematorien. Können hier noch eins hinbauen. So, und dann gucken wir mal, wie das so läuft. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.